Hallo und willkommen zur 21. Ausgabe von This War of Mine. Wir springen sofort wieder ins Spiel zurück. Zack. Und wir sind gerade noch dabei zuzugucken, wie Boris hoffentlich bald nicht mehr broken ist. Alex gibt sein Bestes, aber so ganz scheint es nicht geholfen zu haben. Das heißt, wir... Damn, I can't stop thinking about what I did. Ja, das war anscheinend doch nicht so der smarte Move, aber wir schauen mal. Vielleicht können wir es hinterher noch irgendwie moralisch rechtfertigen. Ich glaube, dass der Typ gefährlich war. Wir lassen Philipp mal ins Radio. Music is playing. Ja, da sagen sie es, bewaffnete Banden ziehen durch die Straßen und greifen alle Häuser an und gleichzeitig wird der Waffenstillstand in immer greifbare Nähe gerückt. Ja, und dass der Winter vorbei ist, haben wir mittlerweile auch gemerkt, ja. So, Phil soll sich ruhig mal so ein Dosenfutterzeug holen, denn das Wasser lässt noch ein wenig auf sich warten. Die Sache ist, Boris kann man jetzt anscheinend gerade nicht mehr helfen. Also ich würde ihm gerne noch irgendwas geben, aber so richtig geht das nicht. Kann man Boris vielleicht Radio hören lassen? Nee, scheiße, Boris ist vollkommen bewegungslos. Der kann nichts machen. Scheiße. Okay, so Mist. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Tag zu beenden. Und ich vermute mal, Boris kann man... Nee, der kann nur noch schlafen und nichts machen. Na top. Dann Jan muss pennen, dann schicken wir Philipp auf Wache und Alex auf Tour und besuchen jetzt mal die Sniper Junction. Da ist Danger angesagt. Los geht's. Was nehmen wir mit? Lockpick, Schaufel. Ich glaube Kevlar nehmen wir diesmal nicht mit, auch keine Waffe, oder? Damit ein bisschen was noch an Munition da ist. Das müsste auch so reichen. Erstmal schauen, was uns da jetzt erwartet. It used to be such a lovely place. You won't want to get shot by the sniper. Okay, also der Sniper ist doch noch da. Und? Er müsste doch vom Hotel kommen, oder? Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er jetzt erst getriggert worden oder sowas. The bastard is in the hotel. Ja. Scheiße, also ist jetzt im Hotel. Also, da ist schon jemand erschossen worden. Okay, es ist auf jeden Fall möglich, darüber zu rennen. Man muss es nur ein bisschen timen. Boah, scheiße, der hat da auf den Boden geschossen. Bleiben wir hier stehen. Jetzt war safe, jetzt wieder rüber. Whoa, okay. Help, please help me. The sniper shot me, you're lucky, didn't kill you. Okay. Nehmen wir erstmal das hier mit. Haben wir nichts mehr. I was gonna have medicine for my boy when I was hit. Okay, er braucht also Medizin. I wanted to use the stairs, but someone blocked the entrance. Ah, okay. Also, er wollte hier durchgehen, aber da ist kein Durchgang. Das heißt, wir müssen einmal hier rüber. Woher weiß, dass ich hier bin? Also, ist das hier wohl ein Schutz? Oder muss man... Vielleicht kann ich es schaffen, es ja durchzurennen. Oder kann ich mich hier hinter verstecken? Okay, jetzt rennen wir einfach mal durch. Oh, scheiße, Alex wird getroffen. Ach du Scheiße. Wow. Das war knapp. Alter Schwede, das da oben ist wahrscheinlich der Sohn. Alter Schwede, jetzt wäre Alex fast gestorben. Haben wir nochmal Glück gehabt hier. Okay, so richtig kann ich jetzt nichts mehr nehmen, aber... Einmal durch den Keller. Hätte ich doch mal Kevlar mitgenommen, ne? So, Tür auf. Und ab nach oben. Ja, du hast richtig gehört, die Tür ist offen. Boah, der ist echt verwundert. Come with me, I try to repair you somehow, okay? Ja, lass mich runter. Mann, ey. Ob es wohl schlimmer wird für Alex, je länger er jetzt wach ist? Mit der Wunde, also unterwegs ist? Ja, genau, nur noch ein paar Schritte, dann ist alles gut. Und läuft die Zeit eigentlich weiter, während ich immer hier die Dinger durchsuche? Nee. Dann bleibt sie stecken. Okay, das heißt, man kann also immer ganz in Ruhe sich die Sachen angucken.
I just hope my boy is fine. Ja, ich hoffe auch. Mann, Boris, da bringst du irgendeinen Typen im Hotel um und das ist der Falsche. Und dann bist du komplett zerbrochen deswegen. Das ist was Blödes. Ich habe eine Wohnung. Ja, okay. Oh, der Sohn weint. I think I will have something for you. Oh Mann, ey. Ach, schau mal einen an. Der macht die Tür. Der hätte ich jetzt natürlich auch einbrechen können, ne? Daddy's here. Oh Gott. Oh Gott, der Sohn heißt Jakob. It's the circle of life. Müsste ich jetzt eigentlich einspielen, oder? Ein Jakob geht. Ein neuer ist am Leben. There's a box beneath the bed. Take as much as you need. Unter welchem Bett? Ach, unter dem hier nebenan. Okay. Schauen wir da doch mal rein. Hier scheint ja auch noch... Das ist ja noch ein riesiger... Oh, Jewels, schön. Jetzt brauche ich auch nicht mehr so viel Holz zum Bauen. Das scheint ja hier so ein riesiger Gebäudekomplex noch zu sein. Würde sich wahrscheinlich auch lohnen, sich das näher anzugucken, aber... Jetzt haben wir schon 2 Uhr nachts. Alex ist verletzt. Was sind das alles? Ratten? Keine Ahnung. Alex verletzt, das heißt, ich muss jetzt zusehen, dass er einmal, dass er jetzt erstmal nach Hause kommt. Das heißt, ich lasse ihn jetzt hier hochklettern. Wenn der Sniper jetzt auf mich schießt, ist das vollkommen absurd, weil ich bin hinter der Statue und er kann mich gar nicht sehen. Ja, sicher. Ja, er sieht mich da. Oh Gott, renn. Scheiße, hätte er hinter der Panzer bleiben müssen, oder? Jetzt ist er verwundet. Okay, alles klar. Ab nach Hause. Alter Schwede, ey. Das war knapp. Das war jetzt ein bisschen gefährlich vielleicht. Egal. Ich habe ja genug Bandagen, das heißt... Oder ich gehe nochmal ins Krankenhaus. Back from the Brink. Ein Achievement unlocked. Ich glaube, das bedeutet, dass Boris wieder halbwegs fit ist, oder? Help! Oh nein. Alex ist vollkommen verletzt. Und wir wurden natürlich angegriffen, aber wir konnten sie komplett vertreiben. Boah, komm Alex, bitte verwunde dich erstmal, versorge dich erstmal. Er ist nur noch depressiv, yeah. Damn it, we can't lose him. Und Philipp denkt nur ins Essen, das ist nett, Philipp. So, jetzt lassen wir erstmal Jan nochmal mit Boris gut zureden. Alex ist erstmal versorgt, wahrscheinlich bringt es auch was, nochmal Tabletten zu nehmen. Oh ne, er braucht sie nicht, okay, ich dachte so wegen, von wegen, komm, wie heißt das? Infektion. So, aber anscheinend braucht er es nicht. And I will make it. Ach Quatsch, Boris, ist doch fast vorbei. Du weißt es zwar noch nicht, aber... You won't if you don't help. Come on, get a grip. Oh Gott. Jan, hoffentlich ist das nicht so aggressiv, dein Versuch, ihm zu helfen. Nee, Alex muss da unten in die Krankenkammer. I'll try. Trying's not good enough. Alright, stop pestering me already. Jan, das kannst du auch besser, oder? What do you want me to do? Einfach nicht mehr depressiv sein, ist das denn so schwierig? Ja, ich weiß, dass es schwierig ist. Oh Mann. Ja gut, das war jetzt nicht so erfolgreich, denke ich. Boris, weißt du, was dir helfen kann? Eine Runde Gitarre spielen. So, Jan macht was zu essen. Phil holt erstmal das Essen hier raus aus der Falle. Oh, Franco ist mal wieder hier. Schön. Das passt doch vor allem angesichts der Tatsache, dass ich ja gerade diese Juwelen oder den Schmuck erbeuten konnte. At least it's warm. Ja, das stimmt wohl. Ja gut, ne? Ein bisschen Feuerholz kann ich sicherheitshalber noch machen oder ein paar Filter, aber erstmal schaue ich, was Franco zu bieten hat. Phil, legen wir jetzt erst nochmal, lassen wir erst noch was essen und dann ins Bett gehen. Und Jan geht mal eben handeln mit Franco. So. Erstmal die Juwelen anbieten. Was haben wir denn? Wir haben Filter, die nehme ich immer gerne. Munition werden wir brauchen. Wasser nehme ich auch gerne. It's just too damn impressive. Ja, ich weiß. Immer noch. Krass, immer noch, okay. Pillen will ich behalten. Ich könnte ihm natürlich nochmal ein Gewehr geben.
Ja, passt da nicht noch irgendwas rein? Was habe ich denn noch so zu bieten? Eigentlich nichts, was ich abgeben würde, freiwillig. Von daher, komm, sparen wir uns das Essen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Passt hiervon vielleicht noch was rein? Ein Part. Ja gut, ist trotzdem cool. Dann lassen wir Philipp jetzt erstmal pennen gehen. Boris macht sich vielleicht gleich mal das Radio an. Und Jan... Wobei, ist Boris noch hungrig? Boris isst erst dann was. Und Jan geht mal schauen, wie es denn mit dem Bau einer Säge aussieht, zum Beispiel. Das geht, okay. Sogar zwei. Sogar drei. Dann machen wir nochmal drei Sägen. Ja, komm, Boris. Und Boris darf ein bisschen Musik anmachen. So, what's gonna be? Ja, redest du mit dir selbst? Das ist absurd. Hören wir einmal rein. Wahrscheinlich jetzt aber keine großartigen neuen Nachrichten. Music is playing. Dann lass mich nochmal Radio hören. Ich habe nicht den ganzen Tag. Ja, ist ja gut. Lass mich erstmal die Säge bauen. Schauen wir mal, kann ich noch irgendwas gebrauchen von ihm? Eigentlich nicht. So gut versorgt, alles da, alles cool. Wunderbar. Ob die Art der Musik wohl helfen kann? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie einen kontemporären Popsender anmacht, kann das die Depression gegebenenfalls noch verstärken und ihn dann wieder brechen lassen. Hoffen wir mal das Beste. Ja, sehr viel mehr kann ich nicht bauen. Ich gucke nochmal nach, ob es da irgendwas Spannendes gibt. Ach, wir verlieren Alex schon nicht, keine Sorge. Vielleicht kann ich nochmal irgendwie ein bisschen Holz oder so holen. Aber was kann ich ihm dafür geben? Ich meine, wirklich... Ganz im Ernst. Das war's. Ich brauche dich nicht mehr, Franco. Und ich werde diesen Tag nun beenden. Und wir werden jetzt noch einmal ins Hotel gehen in dieser Folge. Und zwar macht Jan das. Boris soll schlafen, Philipp hält Wache. Alex muss sich ja erholen, der ist vollkommen fertig mit der Welt. Da steht immer noch Caution Advised. Würde das da immer noch stehen, wenn... Warte mal, ich kann das überprüfen. Im Warehouse war ja niemand mehr? Nee. Das heißt, jetzt ist im Hotel wieder jemand. Oder da war noch jemand. Das hätte ich vorhin kontrollieren müssen. Scheiße. Jetzt volle Ausrüstung hier. Kein Risiko eingehen. Lockpick brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich hatte ja soweit alles freigelegt. Ich müsste mich auch so frei bewegen können. Zumal ich mit der Ausrüstung bei Jans kleinem Rucksack jetzt auch nicht so viel mitnehmen kann. Jan sagt aber auch nichts. Aber ich denke, irgendwo hier wird sich jetzt ein Bösewicht auftreiben. Ist er etwa das schon? An einer Stelle... Oh, warte, das ist eine interessante Informationsschreibtisch-Situation. Was steht denn da? Do you want to know how to cheat death? I dug a grave for myself, my old self, I mean, is buried deep in the ground next to a so-called hotel. Okay. Also ich würde echt tippen, dass das da oben der Sniper ist. Jetzt muss ich den Umweg hier rumgehen, weil ich da ja nicht gelockpickt habe vorhin. Hätte ich mir die Zeit doch lieber noch genommen. Ich lasse dann jetzt mal ein bisschen zügiger hier hochlaufen, weil ich mir doch gerade, ich fühle mich gerade ziemlich safe. Okay, da oben ist er schon mal nicht. Sehr schön, das heißt, er muss hier auf der linken Seite sein. Eigentlich müsste er doch hier irgendwo am Fenster stehen, oder? Wenn er snipe, rumsnipe. Jetzt bewegt er sich. Okay, er geht nach unten. Nee, doch nicht. Es ist gefährlich, was ich mache, aber... Ja, es wird doch eine Ratte? Was? Hä? Ich bin vollkommen verwirrt. Ist hier etwa doch niemand? Also... Ich dachte, es wäre möglich, den Sniper auszuschalten, aber vielleicht ist es doch ein anderes Hotel.
Ja, offensichtlich. Okay, schauen wir nochmal hier irgendwie rechts rein. Kann ja immer noch sein, dass da irgendeiner im Bett ist oder so. Aber ich hätte ja die Bewegung gesehen. Nee, das kann nicht sein. Man sieht ja auch das... Also man hört ja das Atemgeräusch. Ja, das ist ja irgendwie schade. Also ich hatte das halt... hatte das halt irgendwie im Kopf, dass man diesen Sniper ausschalten kann. Aber warum steht da Caution Advised? Das verstehe ich nicht. Ich meine, bei dem Warehouse wurde ja das Danger weggemacht. Nachdem ich die beiden da getötet habe und da offensichtlich auch keiner mehr war. Also muss hier doch noch irgendwo jemand sein. Oder ist das jetzt nur eine generelle Nachricht? Irgendwie finde ich das blöd. Aber, also ich kann mich hier ja noch wund suchen. Offensichtlich ist hier niemand. Das gibt's doch nicht. Hier rechts oben vielleicht noch? Nee. Es gibt jetzt aber auch keine Möglichkeit, aufs Dach zu kommen, ne? Nee, das wäre auch sonst anders dargestellt grafisch. Das, da soll man nicht drauf. Tja, dann, ist hier wohl einfach Fehlalarm. Kann man Ratten eigentlich umbringen? Ja, es ist ja, ist die Nacht fast vorbei. Ich kann noch mal ein bisschen, zumindest ein bisschen Beute mitnehmen, aber schade. Aber irgendwie gibt es jetzt auch nicht mehr zu holen. Ach guck mal, Jan kommt hier hoch. Konnte Borsven auch hoch? Habe ich das nicht versucht? Anscheinend nicht. Ach schön, noch mal ein bisschen was bekommen. Ah, irgendwie blöd. Ich finde das geil, wenn man irgendwie den Typen ausschalten könnte, aber... Geht offensichtlich nicht. Ja komm, dann lassen wir die Nacht mal Nacht sein. Beenden damit auch die Folge, sobald wir wissen, was die nächtliche, was der nächtliche Raiderangriff für Folgen auf uns hatte. Denn, sobald diese Crime Wave unterwegs ist, heißt das... dass wir jede Nacht überfallen werden. Ja, so tollen Kram hast du jetzt nicht gefunden, Jan, oder? Ich bin raided. Welche Überraschung. Nichts passiert, neue Munition verbraucht. Das ist vielleicht das Einzige, was knapp wird. Naja. Ich würde sagen, wir... ist Boris vielleicht Raucher? Da steht Relax Cigarettes. Wir lassen Jan jetzt nochmal irgendwie... gleich was zu essen machen und Phil soll sich mal um Boris hier kümmern, denn Boris scheint wieder ein wenig fertig mit der Welt zu sein. Aber das sehen wir als in der nächsten Folge. So, jetzt wird pausiert. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.